Hallo mit einem H und einem O und damit willkommen zurück, der NRW bei 18 hier und wir spielen weiter Overcooked. Ich wollte es eigentlich schon viel früher weiterspielen, aber es sind so viele Dinge dazwischen gekommen, die es jetzt auch nicht wert sind, irgendwie erwähnt zu werden. Wir machen jetzt hier einfach weiter. Wir haben im letzten Teil mit Erik Hausen hier erfolgreich in die Vergangenheit geschaut und man hat mir in die Kommentare geschrieben, vielen lieben Dank, dass wir das jetzt mit allen anderen auch machen müssen, sollen, können, tun. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, ob wir das wirklich tun können. Oder ob wir das erstmal nur mit ihm in da vorne in der 1 machen. Ich lasse sie besser erstmal in Ruhe. Er lässt sie besser, ja, okay. Also, ist besser, ne? Wenn er sie mal in Ruhe lässt. Ach nee. Ja, mit ihr auch nicht. Okay. So viel dann dazu. Übrigens, was ist denn jetzt? Was war das? Piep, 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 piep. Mein neuer PDA. Ja, doch. Back dir ein. Anruf. Zelle 3? Achso, das sind die. Das sind die Nachrichten. Von. Du hast versucht, mich anzurufen. Ich habe. Moment. Bin ich jetzt bescheuert hier oder was? Wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Naja, so nicht. Och, Manu! Hi, Doc. Wollte Ihnen nur kurz mitteilen, dass wir noch Kleidung von Nummer 3 gefunden haben. Einen Kapuzenpullover. Die Aufschrift ist vermutlich der Name eines Radiosenders, den Sie unter UKW 108 MHz empfangen können. Wir überprüfen, ob er was mit denen zu tun hatte. Dachte jedenfalls, das könnte sie interessieren. Viel Glück, Joe Moretti. Oh, der Jute Moretti. Aus Zelle 3. Okay, wo bin ich denn hier? Wenn ich das wüsste. Ey, ich war doch in Zelle 3. Mhm. Bin ja mal gespannt. Ah, so, um das mal zu Ende zu bringen, was ich gerade eben angesprochen habe, bevor ich den Faden wieder verliere. Den letzten Infoteil, den ich auch rausgebracht habe, ich glaube vorgestern, bitte anschauen. Da gibt es wichtige Informationen für jetzt kommenden Freitag, den 1.6. meinem Jubiläum hier auf YouTube als Let's Player. Da gibt es unter anderem auch eine Ankündigung einer Überraschung, die es dann am Freitag geben wird. Unter anderem wird es auch zusätzlich eventuell einen Livestream geben. Also unbedingt reinschauen. So, jetzt hypnotisieren. Ich muss irgendwie versuchen, ihm zu helfen, sich zu erinnern. Ja, dann mach das mit dem Pendel. Unverändert. Ach nee. Muss ich dem jetzt vielleicht auch wieder irgendwas zeigen? Hallo, Cursor. Nein. 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 Das kann ich, aber er lässt sich nicht bestechen. Auch nicht mit der goldenen Kreditkarte. Ah, ah, ah. Das finde ich, wie gesagt, dann ein bisschen zäh, wenn man dann hier schon den Hinweis bekommt. Ah, er nur wieder. Aber dann irgendwie doch nicht dazu kommt. Der ist außer Gefecht. Ich kümmere mich später um ihn. Okay, dann kümmere dich halt später um ihn. Moment, wir hatten doch hier genau, Hotspots, genau da. Okay. Tja. Moment, war ich in 4? In 4 war ich ja. Dann ist der Doktor wieder da? Is the doctor in the house? Abgeschlossen? Nee, doch nicht. Dr. Young? Bitte. Kann, nein. Bis später. Ja, die Tusnelda ist auch nicht da. Die macht ja Siesta. Das heißt, da das Zimmer kann ich auch nicht betreten. Das heißt, es geht tatsächlich hier nur weiter? Das kann doch gar nicht sein. Ich lasse ihn jetzt besser etwas ausruhen. Oh Gott. Wisst ihr, ich habe ja... Das ist ja jetzt nicht mein erstes Let's Play, was ich hier spiele. Stimmt, ich habe noch das Radio. Aber irgendwie habe ich hier so meine Probleme gerade mit dieser Passage hier in diesem Spiel.
Dem was vordudeln. Ja, auch anmachen. Drehen. Irgendwie schlecht. Ja, 108. Alles klar. Ich bin im Bilde. Natürlich. Auch irgendwie logisch. Ich höre nichts. Er reagiert nicht. Ja, es ist ja auch nur Geräusche zu hören, du Idi. Er reagiert nicht. Das hätte man... Du kennst das, hm? Dein Lieblingssender? Gut, sehr gut. Hörst du mich? Okay, hör zu, mein Junge. Was immer dir passiert ist, du musst dich erinnern. Wir werden mit dem letzten Erlebnis vor deiner Einlieferung beginnen. Entspann dich. Du erinnerst dich an den Abend, an dem man dich fand. Ach du Scheiße. Sag mir, was du siehst. Gänge. Ein Kanal oder sowas. Alles düster. Ich sehe so gut wie nichts. Es ist unheimlich. Ich habe Angst. Ich muss aus diesen verdammten Gängen raus. Sofort. Keine Angst. Was immer es ist, du hast es schon getan. Und du hast es überlebt. Ich muss hier weg. Ich gehe jetzt da rein. Nein, tu es nicht, John. Ich gehe nicht ins Licht. Ja, es ist logisch. Das mit dem Radiosender, klar, mit der Nachricht. Und okay, ich nehme alles zurück, was ich eben gesagt habe. Aber das erinnert mich jetzt hier schon ein wenig an Outlast. Ich weiß nicht warum. Luftschacht oder... Verdammt, ist das finster hier. Warte mal. Betrachten, drücken. Ruhe. Da ist eine Tür. Und ein Code, Zahlenschluss. Oh nein. Was ist? Ein gottverdammtes Kombinationsschloss. Ja. Kannst du es öffnen? Ich versuche es. Ich erinnere mich an ein Codeschloss, aber ein anderes. Die Kombination war 1, 5, irgendwas. Hast du nichts dabei, das dir helfen könnte? Eine Knarre. Und ein Zettel mit kryptischen Zahlen drauf. Hast du ihn geschrieben? Nein, das ist nicht meine Handschrift. Woher hast du ihn? Ich habe keine Ahnung. Ich will nur aus diesen verdammten Gängen raus. Du hast es bereits geschafft. Du musst dich nur erinnern. Ich beeile mich besser. Oh nein. Da steht ein Code drauf. Ja, vielleicht mal in der Großansicht? Da steht ein Code drauf. 10... Fragezeichen 2 minus plus mal geteilt. 10 durch 2 oder was? Hä? 15 irgendwas. Achso. Muss ich hier noch irgendwas drücken? Enter? Es tut sich nichts. Verwenden. Das ist ja jetzt da echt... steht ein Code drauf. Das ist ja jetzt echt mega dumm. Warte mal, gibt es hier sonst noch was? Nein. Da will ich mir erstmal... Das sieht aus wie eine Rutsche. Ein Luftschacht. Das alles? Lieber nicht. Ach nein, jetzt ist man hier wieder gefangen in diesem Scheißteil. Tja. 10 durch 2. 10 mal 2.
Nein! Die war es nicht. Die wollte ich. Oder sind es komplett vier einzelne Zahlen? Oder ist es einfach nur ein vierstelliges... Es kann ja alles sein hier. Warte mal. 15... 10... 2... 9... Da ist doch Minus, Plus, Mal und geteilt. Ach, geteilt und Mal. 10, Fragezeichen 2. Da muss ich 10 minus 2, 10 plus 2, 10 mal, ne, 10 geteilt durch 2 und 10 mal 2. Aber da kommt keine 15 drin vor. Warte mal, 10 minus 2 sind 8. 10 plus 2, das sind 12. 10 geteilt durch 2, das sind 5. Und das sind 20. Auch nichts. Och, leck mich doch am Schnüppel. Ist die auf? Was war das? Ziemlich massiv, diese Tür. Da hat's doch gerade geklopft, oder nicht? Abgeschlossen. Die ist abgeschlossen. Nein. Das wird das Schloss sein. Aber hey, die Idee war doch gar nicht mal schlecht. Vielleicht muss ich da eine Null vorsetzen. Hier kann man nicht. Löschen, Eingabe. 0, 8. 1, 2. 0, 5. 2, 0. Nein. Sagt er was, dass er irgendwas von der Tür gehört hat, oder? Nichts zu machen. Gut, dann nochmal, also. Ach. Aha, das scheint zu stimmen. Aha, also man muss jedes Mal danach Enter drücken. Schön, dass das eine Mal hier gesagt wird. Aha. Ach, ich war richtig mit meiner Vermutung. Ah, ich glaube, jetzt hat es geklappt. Das ist die Stimme übrigens von Guybrush Threepwood. Fällt mir mal so gerade auf. Na endlich. Links ein Riesenventilator, rechts geht's auch nicht weiter. Da draußen schießt jemand. Ich glaube, da geht's ins Freie. Ach, jetzt müssen wir da wieder was zwischenlegen, oder was? Okay. ja, ist klar. Vielleicht die Taschenlampe dazwischen? Die Lampe kann ich gebrauchen. Notfalls kann man damit auch zuschlagen. Na. Vielleicht nicht. Na? Vielleicht geht es damit. Also, ich weiß ja nicht. Ich halte das für ein Gerücht, dass die Knarre sowas schaffen würde. Sollen jetzt die Knarre wieder mitnehmen, oder was? Nein, die bleibt da liegen. Da. Das wundert mich jetzt, dass er die Knarre da liegen lässt. Vor allen Dingen, das hier kommt mir so bekannt vor. Das hier waren wir doch auch mit dem Typ aus. Soll ich da rausgehen oder nicht? Wo bist du? Ich bin eine Röhre raufgeklettert. Unten lag ein Gitter und eine Brechstange. Was sagst du da? Hier war wohl schon jemand. Ja, das glaube ich auch. Hm.
Schön, mir reicht's jetzt hier. Ich hau ab. Also war ich mit meiner Vermutung richtig. Das ist genau das gleiche hier, wo wir schon mit dem aus Zelle 1 waren. Die sind zu schwer. Alte Benzinfässer, sie scheinen noch voll zu sein. Fast im Zaun. Ach, guck mal, jetzt sagt mir bloß, die klettern alle über die gleiche Tonne jetzt hier raus. Hier steht eine Öltonne. Und warum hat man die noch nicht weggeräumt? Und jetzt? Wie kommt er bitte da oben? Ach ja, nee, ist klar. Oh, das ging einfach. Nichts wie weg jetzt. Ich sollte nochmal mit ihm reden. Vielleicht komme ich weiter, wenn ich ihm eine Aufzeichnung vorspiele. Ja, von ihm hier. Ja, ja. Es ist dunkel. Nein. Ich hab's geschafft. Ich bin drauf. Okay, also das interessiert ihn nicht. Ach du liebe Zeit. Was ist, wenn ich ihm das selber nochmal vorspiele? Huh? Soll ich da rausgehen oder nicht? Wo bist du? Ich bin eine Röhre raufgeklettert. Und ein Lack. Moment, vielleicht machen wir das jetzt auch zu kompliziert. Vielleicht einfach mal mit ihm reden. Ich muss irgendwie weiteren Zugang zu ihm bekommen. Also, das... Soll ich da rausgehen? Ach nee, das war das. Mist. Oh, na. Sag mir, was du siehst. Mal sehen. Haha. Wie, was mal sehen? Jetzt kack dich aus. Sag mir, was du siehst. Gänge. Ein Kanal oder sowas. Mal sehen. Warum sagt er das? Was steckt denn jetzt schon wieder dahinter? Oh nein. Vielleicht chronologisch abspielen? Soll ich da rausgehen oder... Ja, bringt nichts. Das war die Aufnahme von eben. Meinst du, du kannst dich erinnern, was davor geschah? Was hast du getan, bevor du in diesem Korridor gelandet bist? Ah, wir gehen noch weiter zurück. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er hier den anderen Patienten sogar verfolgt hat. Die Küche. Ich bin in der Küche. Hey. Ich vermisse etwas, mein Lieber. Und wenn? Halt dich fern von mir. Kommst du mir noch einmal dumm, dann bist du dran. Jetzt habe ich aber Angst. Wir haben uns verstanden. Komm mir nochmal zu nah und ich knall dich ab.